Ich bin jetzt gerade vorher einkaufen, ohne Plastikmüll und alles regional. Und das ist der Einkaufskorb. Er liegt dort noch. Das kommt jetzt gerade in den Kühlschrank. Die kann man aus dem Automat lassen. Statt von Weisenkühe und Stallhaltung. Dann haben wir hier eine grosse Fleischzwiebeln. Ein Eisbergsalat. Freilandeier vom Dorf. Übrigens, nachbedarfen wir in den Baum mit. Das sind Tomaten. Rispen, die schmecken jetzt auch nach Tomaten. Das ist alles saisonell, was von unserem Dorf und vom Nachbardorf kommt. Das ist ein Kohlrabi. Da habe ich aus dem Gestell genommen 4 Äpfel. Das kann man einfach auf die Uhr legen und dann zeigt es den Preis an. Da habe ich 2. Klasse Süßkartoffeln. Das ist eigentlich auch noch gut. Da kann man einen Taler schneiden und dann kommt es in den Backofen. Oder man kann sie auch halbieren oder Suppe machen. Das ist ein Lauch. Und das sind Rüebli. Sie sind schön. Das sind Äpfel. Künkel, aber sie sind eigentlich schön. Ich mache meistens eine Suppe draus. Und das Ganze ist natürlich ohne Plastik und alles von unseren Nachbardörfern oder vom eigenen Dorf. Da weiss man, von wo es kommt. Und ich kenne die Leute zum Teil auch. Ja, und das ist schön. Und der Geschmack ist ja auch viel besser. Außerdem werden sie frisch geerntet. Und dann gerade verkauft im Regal. Jetzt muss ich nicht noch die Leistung auspacken. Und das war es für die Zutaten für die Küche. Und gleich jetzt wieder ein Video. Wahrscheinlich heute schon über Süßherdöpfel.